Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. In meinen Räumen begrüße ich Sie heute zu einem eher theoretischen Thema, aber sehr interessant, vor allem mich betreffend in der Sprechstunde. Es geht um Kranke im Kindergarten oder ich möchte fast gar sagen, der kranke Kindergarten. Sie werden gleich verstehen, was ich damit sagen will. Zunächst, es ist toll, dass wir Kindergärten haben und Kindertagesstätten, wo wir Kinder unterbringen können. Und vor allem, wenn sie drin Spaß haben, ist es natürlich das Allerbeste. Aber manchmal ist der Kindergarten auch notwendig für die Eltern oder für die alleinerziehenden Eltern, die nur auf diese Weise in der Lage sind, einen Beruf ausüben zu können und Geld zu verdienen. Aber worum es mir jetzt in diesem Video geht, ist klarzustellen, wofür der Kindergarten eigentlich da ist, aus meiner ärztlichen Sicht. Im Kindergarten lernen Kinder im Idealfall mit der richtigen pädagogischen Führung, die setze ich voraus, Sozialkompetenz, vor allem unsere Einzelkinder. Die brauchen den Kindergarten unbedingt, um sich in einer Sozialgemeinschaft lernen einfügen zu können. Aber was gerne vergessen wird, ist, und das ist jetzt das, was ich als Arzt dazu sage, der Kindergarten, die Kindertagesstätte oder auch die Kinderkrippe, egal, alle Gemeinschaftseinrichtungen, wo Kinder drin sind, also auch die Schule, sie haben einen zweiten, ganz wichtigen Sinn und Aufgabe. Und zwar die Immunkompetenz dieser Kinder entsprechend fördern und dafür zu sorgen, dass sie fürs Leben vorbereitet sind. Was heißt das? Ein Kind beginnt, wenn es auf die Welt kommt, zunächst bei Null. Das stimmt nicht ganz. Es hat von der Mama Antikörper gegen bestimmte Krankheiten noch mitbekommen über die Nabelschnur, über das Nabelschnurblut. Diese Antikörper sind nach etwa 6 bis 8 Monaten aber weg. Und dann tatsächlich beginnt das Kind bei Null, was die Immunkompetenz angeht. Wenn ein Virus oder ein Bakterium in den Körper auf die Schleimhäute des Babys gelangt, dann muss sich der Körper damit auseinandersetzen. Wenn es das getan hat, das Immunsystem, sich auseinandergesetzt hat mit einem Krankheitserreger, dann hat es Antikörper gebildet, die zunächst die Krankheit zum Stillstand bringen. In der Regel dauert das 1 bis 2 Wochen, deshalb dauert eine Krankheit so lang. Aber, und das ist das, was man wissen muss, diese Antikörper bleiben als Erinnerungszellen, Memory Cells heißen die, im Körper zurück. Und diese Erinnerungszellen, die werden aktiv, wenn wir zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal mit dem gleichen Virus oder dem gleichen Bakterium wieder zusammentreffen. Und dann bleiben wir in der Regel gesund. Das ist die Immunität. Und um diese Immunität zu bekommen, müssen wir eben durch diese Krankheiten hindurch. Und das passiert in dem Moment, in dem wir mit diesen Keimen in Kontakt kommen. Zum Beispiel durch den Aufenthalt in einer Gemeinschaftseinrichtung, wo viele Menschen zusammenkommen. Im Alter von etwa 10 Jahren haben wir als Kind das Niveau des Erwachsenen erreicht. Und in den ersten 5 Jahren machen wir die häufigsten Infekte durch. So, die Aufgabe des Kindergartens ist es, ein Kind genau dabei zu begleiten. Es ist nicht die Aufgabe des Kindergartens, zu verhindern, dass Kinder krank werden. Das geht gar nicht. Wenn ein Kindergarten von den Eltern den Auftrag bekäme, dass das Kind dort gesund wieder nach Hause kommt, und zwar jeden Tag, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist so, wie wenn Sie ohne Regenschutz in den Regen gehen und erwarten, dass Sie trocken bleiben. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn Eltern sich entscheiden, ihr Kind in die Kindertagesstätte zu geben oder in den Kindergarten, dann muss ihnen klar sein, dass das Kind im Schnitt alle 2 bis 4 Wochen sich irgendeinen Infekt aufgabelt. Wann darf ein Kind in den Kindergarten und wann darf es nicht in den Kindergarten? Das ist eine häufig gestellte Frage bei mir in der Sprechstunde. Es darf nicht in den Kindergarten, wenn das Kind offensichtlich krank ist und es durch den Besuch des Kindergartens überfordert wäre. Das ist immer dann der Fall, wenn ein Kind Fieber hat. Selbstverständlich. Sollte man denken. Es gibt aber Eltern, die geben, das weiß ich von Kindergärtnerinnen, ihren Kindern
bewusst ein Fieberzäpfchen eine halbe Stunde bevor sie es abgeben, in der Hoffnung, dass man nichts merkt. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil nach 2 bis 4 Stunden das Fieberzäpfchen nicht mehr wirkt und das Kind dann erst recht krank ist. Und dann wird das Kind auffällig, die Eltern werden angerufen, müssen das Kind dann holen. Ein solches Vorgehen ist zu verurteilen, ist nicht gut, damit nützen die Eltern niemandem. Und das sollte auch nicht passieren. Wenn ein Kind Fieber hatte, muss es 24 Stunden fieberfrei sein, damit es in den Kindergarten kann. Auch sollte man ein Kind, was offensichtlich schlapp und kaputt ist und noch nicht fit ist, nicht in den Kindergarten geben. Deshalb die einfache Regel von mir und von jedem anderen Kinderarzt auch, mindestens 24 Stunden fieberfrei und in einem Zustand, wo das Kind einen Tag zuvor gezeigt hat, dass es 24 Stunden wieder sich normal verhält und normal fit ist. Dann ist es belastbar und dann darf es in den Kindergarten. Wenn keine ansteckende Krankheit vorliegt, die das verbieten würde. Ansteckende Krankheiten gibt es ausschließlich. Was heißt das? Jede Krankheit ist ansteckend. Aber es gibt Krankheiten, die dem sogenannten Infektionsschutzgesetz unterliegen. Und das sind zum Beispiel Krankheiten wie die Windpocken oder Scharlach. Sie sind aufgelistet im Infektionsschutzgesetz, das können Sie im Internet auch nachlesen. Ein Schnupfen, eine Bronchitis oder eine Sinusitis, das sind auch ansteckende Krankheiten, aber sie sind im Infektionsschutzgesetz nicht aufgelistet. Also streng genommen darf ein Kind, wenn es solche Krankheiten hat, in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen. Und da scheitern dann manchmal Und da gibt es entsprechend dann manchmal Probleme mit den Kindergärtnerinnen, wenn ein Kind noch hustet, aber sonst völlig fit ist. Eine abklingende Bronchitis, die nur zu einem Husten führt, aber nicht zu einer Beeinträchtigung eines Kindes, ist kein Grund, das Kind nicht in den Kindergarten zu lassen. Es ist etwas anderes, wenn der Kindergarten sagt, das Kind stört uns, wir können keine Vorlesestunde halten, weil das Kind eben ständig hustet. Okay, das ist dann eine individuelle Entscheidung, aber medizinisch gesehen ist das kein Grund, nicht in den Kindergarten zu dürfen. Rote Augen, wenn es keine ansteckende Bindehautentzündung ist, sind ebenfalls kein Grund, nicht in den Kindergarten zu gehen. Worum es mir geht, ist, dass Ihnen klar wird, die Schwierigkeit, auf der einen Seite verhindern zu wollen, dass ansteckende Krankheiten im Kindergarten sich ausbreiten, und auf der anderen Seite genau das gar nicht möglich ist. Und zwar durch das Wesen des Kindergartens, wo viele Kinder zusammen sind. Es braucht Verständnis sowohl von der einen als auch von der anderen Seite, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Eltern, die erwarten, dass ihre Kinder gesund vom Kindergarten zurückkommen, erwarten etwas Unmögliches. Umgekehrt sollte man ein Kind, welches offensichtlich nicht in der Lage ist, 4 Stunden Kindergarten auszuhalten, auch nicht in den Kindergarten tun, selbstverständlich. Und eben auch wichtig, es gibt Krankheiten, wegen denen ein Kind nicht in den Kindergarten darf, weil das gesetzlich geregelt ist. Und es gibt Krankheiten, die einen solchen Besuch nicht ausschließen, sondern eine individuelle Entscheidung nötig machen. Und da kommt jetzt das Hausrecht des Kindergartens ins Spiel. Das bedeutet, der Kindergarten, der Träger eines Kindergartens, die Leiterin oder der Leiter eines Kindergartens, sie dürfen von sich aus entscheiden, welches Kind sie in den Kindergarten lassen und welches nicht. Aber ich als Arzt kann nur objektiv entscheiden, ob eine Infektionsschutzgesetz-bedingte Erkrankung, ob eine Erkrankung vorliegt, die dem Infektionsschutzgesetz unterliegt, da ist klar geregelt, ab wann das Kind wieder in den Kindergarten darf, oder ob nicht und ob es aus medizinischen Gründen durchaus möglich ist, dass ein Kind, auch wenn es noch entsprechende Symptome hat, auch wenn es noch ansteckend ist, in den Kindergarten darf. Es ist manchmal von Vorteil, wenn man weiß,
Im Kindergarten ist jetzt zum Beispiel die Ringelrötel-Erkrankung gerade up to date oder die Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Diese beiden Krankheiten unterstehen nicht diesem Infektionsschutzgesetz. Wenn die Kinder dabei fit sind, und das ist häufig genug der Fall, sie haben den Ausschlag und es ist klar, dass sie diese Krankheit haben, ist es von meiner Seite aus nicht möglich, dem Kind eine Krankheit zu attestieren, wegen der es nicht in den Kindergarten darf. Umgekehrt darf ich attestieren, dass es in den Kindergarten darf. So kommt es manchmal zu folgender Schwierigkeit. Ich attestiere einer Mutter, dass ihr Kind in den Kindergarten darf. Wohl wissend, dass die Krankheit möglicherweise noch ansteckend ist, die das Kind hat. Zum Beispiel ein Schnupfen. Ein Schnupfen ist eine ansteckende Erkrankung. Ja, aber ein Schnupfen unterliegt nicht dem Infektionsschutzgesetz. Wenn es so wäre, bräuchten wir keine Kindergärten im Winter. Denn dann wären keine Kinder im Kindergarten. Aber auf der anderen Seite nützt manchmal dieses Attest der Mutter auch nichts, wenn der Kindergarten sein Hausrecht ausübt und sagt, nein, das ist mir zu viel, was da an Rotz aus der Nase rausläuft. Ich möchte nicht, dass andere Eltern sich darüber beklagen, dass ein solches verschnupftes Kind im Kindergarten ist. Das ist das gute Recht des Kindergartens, hat aber nichts mit einem medizinischen Grund zu tun. Ich denke, es ist Ihnen durch dieses Video klar geworden, dass es jeweils immer eine individuelle Entscheidung ist. Je nachdem, wer das wie sieht, kommen entsprechende Entscheidungen zustande. Zum Beispiel, dass ein Kindergarten ein Kind vor die Tür weist, obwohl es eigentlich keinen medizinischen Grund dafür gibt. Das ist dann ein Thema für einen Elternabend, wo man das mal klar definiert, und ich schlage vor und empfehle dringend, immer wieder Elternabende im Kindergarten zu veranstalten, in denen Kinderärzte, Fachleute eingeladen werden, sodass man über diesen Komplex gemeinsam diskutieren kann und so Unklarheiten aus dem Weg räumen kann. Rückenlage, Bauchlage. Bei der U4, das ist das Alter von etwa 3 Monaten, ist die Rückenlage, Bauchlage ein sehr wichtiges Thema, welches ich anspreche, weil wenn ein Kind zur nächsten Untersuchung kommt, das ist dann die U5, sollte es in seiner motorischen Entwicklung fortgeschritten sein. Beulen oder, wie wir sagen, Hämatome oder Blutergüsse. Und zwar im Speziellen, was passiert, wenn Kinder sich stoßen, wenn sie fallen, den Kopf anschlagen und dann an der Stelle, wo sie aufgefallen sind, dann eine Beule entsteht.